Danke herzlich, Ulrike Lunacek. Ja, ich freue mich jetzt auf unseren Gast aus Berlin. Jürgen Trittin, wie soll ich Ihnen den vorstellen? Darf man sagen, ein Urgestein, ist das höflich, ein Urgestein der deutschen Grünen, ein Mann mit Regierungserfahrung. Er war Minister sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene und ist jetzt auch schon ziemlich lange Fraktionsvorsitzender der Grünen im Deutschen Bundestag. Ja, er kann jetzt mal hier kurz Pause machen vom Wahlkampf und an die längerfristige Zukunft denken. Jürgen Trittin, ich darf Sie bitten. Lieber Herr Botschafter Winkler, liebe Ulrike, liebe Freundinnen und Freunde, meine Damen und Herren, grüß Gott und moin. Ich wurde gebeten, zur Zukunft Europas zu sprechen. Ich glaube, dass das ein Thema ist, was einen solchen Kongress lohnt. Und wenn gesagt wird, Wahlkampf unterbrechen, dann wird man ja oft gefragt, soll man sich im Wahlkampf eigentlich Visionen leisten? Aber ist es nicht vielmehr so, dass wir in der Krise Europas gerade erleben, dass ein Mangel an Zielsetzung, ein Mangel an Überzeugung, das Fehlen einer Vision genau das Problem ist, was verhindert, die praktischen Probleme des Tages zu lösen? Dass es verhindert, dass wir nicht schaffen, einer zunehmend euroskeptischen und gelegentlich auch europafeindlichen Haltung vieler Menschen entgegenzutreten. Und da finde ich, unterscheiden wir Grünen uns von anderen zu Recht. Wir haben den Mut, auch in so tagespolitischen Auseinandersetzungen zu unseren politischen Zielen, zu unseren Visionen zu stehen. Wir streiten für ein solidarisches, für ein demokratisches, ein offenes und ein nachhaltiges Europa. Und das ist unsere Antwort auf diese Krise. Dieses Europa ist von manchen gelegentlich arrogant belächelt, von Konservativen wie Helmut Kohl oft als ein Friedensprojekt, die Alternative zum Euro sei sozusagen der Krieg beschrieben. Da war eine ganze Menge Wahrheit drin. Aber wenn ich die Freunde aus Katalonien hier sehe, viele vergessen, dass dieses Europa ein wesentlicher Bestandteil war, die uns dazu verholfen hat, die Militärdiktatur in Griechenland, die faschistische, frankistische Diktatur in Spanien, die Kolonialdiktatur in Portugal zu überwinden. Dieses gemeinsame Europa ist nicht nur ein Friedensprojekt, es ist auch das größte Demokratieprojekt auf diesem Kontinent. Und wer das nicht für aktuell hält, dem rate ich nicht leichtfertig, mit der Frage der Renationalisierung zu spielen, weil das ist ein Prozess, der ist oft nicht mehr aufzuhalten. Und warum das dumm ist, das kann man dieser Tage sich anschauen, wenn man mal auf die Seite Google Earth geht. Zoomen Sie mal ein bisschen zurück von Europa. Sie werden plötzlich feststellen, verglichen mit Brasilien, verglichen mit China, mit Indien, ist Deutschland klein und der Unterschied zwischen Deutschland und Österreich schlicht vernachlässigbar. Wenn wir aber feststellen, dass wir in einer multipolaren Welt leben, in der diese kontinentalen Staaten eine immer stärkere ökonomische und politische Rolle spielen, und wenn wir sagen, wir wollen diese Globalisierung gestalten, ja, wer kann denn das? Das kann auch eine Mittelmacht wie Deutschland nicht. Das kann nur ein gemeinsames Europa. Nur dieses gemeinsame Europa ist übrigens in der Lage, auch Standards zu setzen. Wir haben das in bestimmten Bereichen geschafft. Es wird in der Welt durchgehend nach den Standards, wenn man das weltweit vermarkten will, der europäischen Chemikaliengesetzgebung in der Chemieindustrie produziert.
Das war, als wir das mal verabschiedet haben, angeblich der Untergang der Chemieindustrie in Deutschland. Hat aber nicht stattgefunden, wie immer, wenn das angekündigt wird. Aber dieses gilt eben auch für andere Stellen. Wir können das andersrum sagen. Für die Zukunft gilt, wenn man die Globalisierung gestalten will, wenn man Globalisierung nicht erleben will als einen deregulierten Markt, wenn wir das europäische Demokratiemodell und auch das Modell, was weite Teile dieses Europa prägt, nämlich eines Sozialstaates, aufrechterhalten wollen, dann wird dies nur gelingen mit einem gemeinsamen und gestärkten Europa. Das ist das, wofür wir streiten. Und diese Kleingeister, die dann immer erzählen, wir würden politische Souveränität nach Brüssel abgeben. Nein, dieses gemeinsame Europa ist der Wiedergewinn politischer Souveränität gegenüber den globalisierten Märkten. Das ist das, wofür wir streiten. Das gelingt nur, und diese Bemerkung muss ich dann machen, mit anderen Mehrheiten. Wir können ja nicht so tun, als wenn dieses Europa so etwas Anonymes ist. Das ist ungefähr so dumm wie die Rede von die Politik. Die Politik gibt es nicht. Es gibt sehr unterschiedliche Politiken. Und deswegen gibt es auch nicht das Europa, sondern es gibt eine Mehrheit in Europa und diese Mehrheit ist politisch definiert. Und da müssen wir feststellen, wir haben im Parlament eine strukturelle Mehrheit der Konservativen. Die kommt nicht zum Tragen, weil kluge Grüne unter Einschluss Liberaler, ich würde mir ja in Deutschland so Liberale wie Gewehr Hofstadt wünschen, und Sozialdemokraten es gelegentlich schaffen, andere Mehrheiten zu organisieren. Aber wenn wir dann in die andere Gesetzgebende, die mächtigere gesetzgebende Kammer schauen, in den Rat, dann haben wir durchgehend konservative Regierungen, die bilden dort eine konservative Mehrheit. Europa wird zurzeit von einer konservativen Mehrheit regiert. Das ist der Kernbefund. Und wir haben das ja erlebt, zu was das führt. Nicht nur in der Asylpolitik und im Scheitern des Asylpakets, was Ulrike angesprochen hat. Fast unbemerkt ist gerade dieser Tage eine der Grundfreiheiten Europas kassiert worden. Es sind Mitgliedstaaten wieder in die Lage versetzt worden, für 2 Jahre Grenzkontrollen einzuschränken, das heißt die Reisefreiheit einzuschränken. Ja, ich weiß gar nicht, was Helmut Kohl dazu sagt. Helmut Kohl hat seine politische Karriere damit begonnen, dass er an der deutsch-französischen Grenze tatkräftig, physisch Grenzbalken, Schranken abgebaut hat. Und jetzt kommen seine politischen Enkel, Herr Friedrich und Frau Merkel, zusammen mit den Freunden aus der Europäischen Volkspartei, der österreichischen Regierung und führen wieder Grenzkontrollen ein. Das ist das, was ich meinte, dass der Prozess zu mehr Europa ganz schnell auch zurück sich entwickeln kann. Was sind die Ergebnisse von gut 5 Jahren konservativ-liberaler Dominanz in Rat, Kommission, die ja auch danach besetzt ist, und Europäischen Parlament? Ich will das nur ein paar Beispiele nennen. Das wichtigste Instrument für eine ambitionierte Klimaschutzpolitik, was weltweit beobachtet wird, viele Länder wollen das auch machen, der Emissionshandel ist komplett gegen die Wand gefahren worden. Er findet zumindest in Deutschland nicht mehr statt. Die Kassen, die daraus finanziert werden sollten, sind leer. Oder haben wir es geschafft, unsere Haushalte umzustellen zugunsten mehr Innovation, wirtschaftliche Entwicklung? Nein. Nach wie vor werden agroindustrielle Großbetriebe mit Milliarden aus dem EU-Haushalt subventioniert, während uns das Geld für wichtige Investitionen in Infrastruktur fehlt.
Oder schauen wir uns die Forschungspolitik an. Absurdistan, da wird die Masse des Geldes in der Energieforschung in einem Fusionsreaktor namens ITER versenkt. Wir haben einen Energiekommissar, der seine von ihm hochgelobten AKW-Stresstests eigentlich nur zu einem Zweck durchführt, nämlich die Laufzeiten von alten, abgeschriebenen Atomkraftwerken zu verlängern, damit er irgendwo über die Brücke rüberkommt, weil niemand mehr neue Atomkraftwerke in Europa bauen mag, weil die sich nicht rechnen, bis er endlich eine Mehrheit dafür hat, dass Atomkraft wieder subventioniert wird und dann neu gebaut werden kann. Das ist das Ergebnis unter anderem nur an drei kleinen, grünen, affinen Beispielen benannt, was konservative Mehrheiten in Europa heißen. Und das ist der Grund, warum ein solcher Kongress und warum es passt zu unserem Wahlkampf hier, sich mit Europa zu beschäftigen. Wir, die Grünen in Österreich und in Deutschland, wir streiten nicht nur um ein gutes Ergebnis bei den Europawahlen. Wir streiten dafür, dass es in Österreich am 29. September, in Deutschland am 22. September eine andere Mehrheit gibt, eine Mehrheit für ein solidarischeres, für ein nachhaltigeres, für ein gerechteres Europa. Das brauchen wir, wenn wir die Mehrheiten im Rat und im Parlament verändern wollen. Und deswegen sage ich, es ist eben auch nicht egal, wie einige Intellektuelle, ich weiß nicht, ob wer den Aufsatz von Harald Belzer gelesen hat, es ist nicht egal, wer regiert. Es ist nicht egal, ob wir eine Europa haben mit einer humaneren Flüchtlingspolitik, einer voranschreitenden Klimapolitik, einer Politik, die Menschen, Umwelt, normale Unternehmen in den Mittelpunkt stellt und nicht die Großkonzerne, die Klientel der besser verdienenden Umweltverschmutzer. Und ich warne vor einer Fehleinschätzung. Die Probleme, die diese Gesellschaften haben, sind nicht durch die Europäische Union ausgelöst. Es ist ja auch gelegentlich hier eine gewisse Schizophrenie zu beobachten. Auf der einen Seite profitiert ein Land wie Österreich, übrigens Deutschland auch, wie kaum ein anderes von den Märkten der Öffnung und Erweiterung nach Osteuropas. Und andererseits wird das Ressentiment gegen die EU immer wieder kultiviert. Ich glaube, es ist ein Versagen sowohl der österreichischen wie der deutschen Regierung, Europa nicht diesen positiven Drive zu geben und die Vorteile klar zu machen, sondern sich gelegentlich vor der Bild-Zeitung mit ihrer antigriechischen Kampagne oder der Kronenzeitung hier in Österreich den Bückling zu machen und die proeuropäische Haltung sozusagen dem Boulevard zu opfern. Wir streiten dafür, dass es ein proeuropäisches Korrektiv gibt, hier in der österreichischen Bundesregierung wie in der deutschen. Und das ist natürlich im Kernpunkt mit der Frage einer anderen Politik zur Überwindung der Wirtschafts- und Finanzkrise verbunden. Sparen, bis es quietscht, ist gescheitert. Sparen, bis es quietscht, ist, glaube ich, von Volker Kauder. Sparen, bis es quietscht, ist gescheitert, das behaupten nicht die Grünen. Das stellt ein Teil der Troika fest, der Internationale Währungsfonds. Die Krisenstaaten haben, seit sie sparen, bis es quietscht, nicht weniger, sondern mehr Schulden. Die Krisenstaaten haben schon lange kein Ausgabenproblem mehr. Sie haben ein offensichtliches Einnahmeproblem. Aber wie konnte man sich in dieses Dilemma reinbegeben? Dieses Dilemma entstand durch eine falsche Krisendiagnose und dieser falschen Krisendiagnose folgte dann natürlich die falsche Therapie. Und wie das so ist, man will das nicht wahrhaben. Gestern stand in der Presse,
dass Herr Spindelegger bildet eine Front gegen Schuldenmacher. Es stand neben ihm der konservative griechische Ministerpräsident. Hinter dem steht ein Bild, man hätte über seine Verhältnisse gelebt, viel Geld ausgegeben und deswegen sei man jetzt im Mist gelandet und da müsse man jetzt rauskommen, indem man ordentlich spart. Und das hat auch gleich so was mit Sühne und Strafe zu tun. Nun, das trifft nur auf einen zu. Nämlich auf den Ministerpräsidenten, nicht ihn persönlich, aber die Neodemokratia in Griechenland. Die haben in der Tat zu einem Zeitpunkt, wo in ganz Europa die Schulden nach unten gingen als Folge der Währungsunion, die Schulden in Griechenland durch unverantwortliche Ausgaben nach oben getrieben. Nur was für Griechenland als Sonderfall gilt, gilt für alle anderen Staaten nicht. Anders als Deutschland zum Beispiel waren Spanien und Irland lange Zeit haushaltspolitische Musterknaben. Ich war noch in einer Regierung, wo wir uns vorhalten lassen müssten, dass die spanische Staatsverschuldung niedriger sei als die deutsche und die irische noch viel niedriger als die deutsche. Was hat die Staatsschuldenkrise, wie das verkürzt heißt, eigentlich ausgelöst? Ich sage immer, wenn wir nur eine Staatsschuldenkrise hätten, hätten wir gar kein Problem. Die Staatsschuldenkrise ist ausgelöst worden, weil alle Staaten in Europa Bankschulden verstaatlicht haben. Und so sind die Staatsschulden nach oben getrieben worden. Das heißt, es gibt überhaupt keine Krisenbekämpfung ohne Bekämpfung der zugrunde liegenden Ursache. Und das ist nun mal die globale Finanzmarktkrise. Und wie sowas funktioniert, das kann man sich anschauen an der Frage, wie man mit Krisensituationen umgeht. Die Iren hatten damals vorgeschlagen, ihre Gläubiger an der Refinanzierung ihrer Banken zu beteiligen. Das hat die EZB, das haben Frankreich und Deutschland gemeinsam verhindert, anders jetzt als in Zypern. Und das ist der Grund, warum die irischen Staatsschulden explodiert sind und nicht eine unverantwortliche Ausgabenpolitik. Und da sind wir an einem wichtigen Punkt. Was ist das eigentlich für ein Verständnis von Marktwirtschaft, wo nicht zunächst die Gläubiger und die Eigentümer für ihr Investment haften, sondern der Staat? Wir Grünen streiten dafür, dass in diesen Fällen wieder die Marktwirtschaft gilt und nicht die Staatshaftung. Und wer gestern die Presse gesehen hat, der hat ja gesehen, dass unter der Überschrift Spindelegger bildet eine Front gegen Schuldenmacher ein Foto abgebildet war. Da stand er mit der deutschen Bundeskanzlerin. Deutsche Bundeskanzlerin ist diejenige, die im Rest Europas immer das Sparen predigt. Schauen wir uns das Wirken der deutschen Bundeskanzlerin in Deutschland an. In der Amtszeit von Frau Merkel ist die gesamtstaatliche Verschuldung in Deutschland von ungefähr 1,7 Billionen Euro, also 1.700 Milliarden Euro, auf 2,2 Billionen, also 2.200 Milliarden Euro gestiegen. Frau Merkel ist verantwortlich in ihrer Amtszeit für 500 Milliarden zusätzliche gesamtstaatliche Verschuldung. Anders gesagt, der Umstand, dass die Verschuldungsquote Deutschlands unter der Kanzlerin Merkel von 63% auf 82% des Bruttosozialprodukts gestiegen ist, heißt, Frau Merkel ist für mehr als ein Fünftel der gesamtstaatlichen Verschuldung zuständig. Und mit der will der Herr Außenminister ein Front gegen Schuldenmacher bilden, da wird doch der Bock zum Gärtner. Ich weiß nicht. Der lässt sich abbilden mit einer Frau, die in den letzten 4 Jahren bereinigt um die Aufwendungen für die europäische Solidarität und die Folgen der Finanzkrise, also allein was in den eigenen Haushalt geflossen ist,
100 Milliarden neue Schulden aufgenommen hat, allein im Bundeshaushalt, davon 35 Milliarden Subventionen für Hotellerie und Großkonzerne, alles zu Lasten von Bund, Ländern und Gemeinden. Die wollen uns was von finanzieller Solidität erzählen. Da lachen doch die Hühner. Nein, wir müssen hier eine andere Politik einleiten. Und wir müssen der zweiten Ursache der Eurokrise auf den Grund gehen. Und das sind wirtschaftlich Ungleichgewichte. Da schaut man sich mal die Länderberichte der Europäischen Union, der Kommission an. Nicht, was da den anderen ins Stammbuch geschrieben wird, sondern einem selbst. Was schreibt die Kommission zum Beispiel zu Deutschland? Wir tun zu wenig, um hochqualifizierte Frauen im Arbeitsmarkt zu halten und ihnen Zugang zu verschaffen. Sie fordern von uns bessere Kinderbetreuung, Abschmelzen der falschen steuerlichen Anreize in diesem Bereich. Sie fordern von uns Entlastung von Geringverdienern. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ich lese das grüne Programm. Aber es war die Kritik der EU-Kommission an der deutschen Finanz- und Wirtschaftspolitik. Was müssen wir tun? Ja, wir müssen die Finanzmärkte stärker regulieren. Wir müssen dafür sorgen, dass Banken und nicht nur Staaten eine Schuldenbremse haben. Die müssen so viel Eigenkapital vorhalten, dass sie im Zweifelsfall auch pleite gehen können. Etwas, was nach wie vor blockiert wird. Wir brauchen eine europäische Bankenaufsicht mit einer gemeinsamen, eine Bankenunion mit einer gemeinsamen Aufsicht, gemeinsamer Abwicklung und einer gemeinsamen Einlagensicherung. Und wir müssen die öffentlichen Haushalte nachhaltig konsolidieren. Ich halte es nicht für links, Staatsschulden zu machen. Was heißt denn das? Ich zahle Leute, die zu viel Geld haben, sonst würden sie einem das ja nicht verleihen, Zinsen. Man kann das auch anders ausdrücken. Staatsschulden sind nichts anderes, dass man dafür bezahlt, dass man nicht mutig genug ist, den Staat ordentlich Einnahmen zu finanzieren. Deswegen war es richtig, die Neuverschuldung in Europa von Staaten zu begrenzen, weil wir aus dieser Schuldenspirale der Gesellschaften, nicht nur der Staaten, rauskommen müssen. Wir müssen uns klar machen, dass die Schuldenkrise viel weiter geht als bei den Staatsschulden. Wir haben ein Land, das leistet einen richtig schweren Anteil bei den europäischen Rettungspaketen, die Niederlande. Schauen Sie sich mal den niederländischen Immobiliensektor an. Da ist eine Verschuldung, die beträgt mittlerweile 120% des niederländischen Bruttosozialprodukts. Da ist die Verschuldung noch nicht im Staat angekommen, sondern noch in den privaten Haushalten und den Banken, die das finanziert haben. Deswegen sagen wir, man muss auch Schulden abbauen. Nicht nur Neuverschuldung begrenzen, sondern Schulden abbauen. Deswegen plädieren wir dafür, dass es in Europa einen Altschuldentilgungsfonds gibt, wo alle Schulden eingebracht werden, über 60%, der über 25 Jahre in fixen Beträgen abgetragen wird. Und nur für diesen Teil von Staatsverschuldung soll es den Vorteil gemeinschaftlicher Zinsen geben, weil es mit dem Ziel des Abbaus von Schulden verbunden ist. Und dann muss man sich darüber unterhalten, wie man sowas finanziert. Wir haben für Deutschland dafür einen Vorschlag gemacht. Wir haben den Vorschlag gemacht, die Schulden aus der Finanzkrise abzutragen über eine Vermögensabgabe, die über 10 Jahre erhoben wird von allen, die mehr als 1 Million persönlichen Besitz haben, abzüglich von Freibeträgen für Betriebe und all diesen. Das ist jetzt Detail. Aber wir halten das für nötig. Denn wenn wir das nicht tun, dann binden wir unseren politischen Handlungsspielraum in einer Weise, die nicht akzeptabel ist. Wir erleben dieser Tage eine Talfahrt der Börsen wegen der Ankündigung von Bernanke, mit der Niedrigzinspolitik Schluss zu machen. Das heißt, alle errechnen damit, dass die Zinsen hochgehen können. Machen Sie sich mal klar, dass in einer Zeit niedrigster Zinsen der drittgrößte Etatposten im Haushalt der Bundesrepublik Deutschland
12% von 300 Milliarden, 36 Milliarden in diesem Jahr Zinszahlungen für Staatsschulden sind. Was könnte ich mit dem Geld alles an grüner Politik machen, wenn ich das nicht machen müsste? Und deswegen ist es notwendig, solche Schulden abzubauen. Wir müssen innerhalb Europas dahin kommen, nicht nur die Steuerhinterziehung. Also die Höhnisse sind zwar ärgerlich, aber der geringere Teil des Problems. Der größere Teil ist, dass wir eine Firma wie Starbucks haben, die seit 3 Jahren eine Filiale nach der anderen in Deutschland aufmacht, aber bis heute keinen einzigen Euro Steuern bezahlt hat. Dass wir einen krisengebeutelten Konzern wie Apple haben, in Europa 1% Steuern bezahlt. Aber das ist ja immer bequem, auf die anderen zu verweisen. Wir haben auch Bayer, BASF und Volkswagen, die das Gleiche in Belgien praktizieren. Wir haben die, wie ich finde, perverse Situation, dass zu einem Zeitpunkt, wo die portugiesische Bevölkerung einer brutalen Sparpolitik unterliegt, 17 der größten, 20 größten portugiesischen Unternehmen ihren Firmensitz in die Niederlande verlegt haben. Warum? Weil es dort gute Möglichkeiten gibt für Trusts und Holding, ihre Steuerschuld runterzufahren. Das heißt, sie hinterziehen nicht, sie zahlen einfach keine Steuern mehr in Portugal. Und weil sie das in den Niederlanden dann nicht tun, ist das legal. Und deswegen brauchen wir eine andere Steuerpolitik in Europa. Wir müssen Schluss machen mit den Steuerschlupflöchern. Und deswegen war es falsch, dass Frau Merkel beim G8-Gipfel in der letzten Woche durchgesetzt hat, dass wenigstens die Transparenz über diese Machenschaft nicht hergestellt wird. Wir hatten gefordert, wenn man schon gesetzlich nichts machen kann, weil Einstimmigkeit immer noch gilt, dann soll wenigstens es Regeln geben, dass jedes Unternehmen in jedem Land darlegt, wie viel Steuern sie in diesem Land bezahlt haben. Was haben Sie bei den G8 beschlossen? Das wird nur den Finanzbehörden geliefert. Und die Finanzbehörden unterliegen natürlich dem Steuergeheimnis. Und was sollen die Finanzbehörden machen? Das ist ja legal. Also auch hier sehen Sie, konservative Mehrheiten führen dazu, dass man genau das nicht tut, was man tun müsste, nämlich den Staaten eine stabile Einnahmebasis zu verschaffen. Ich will nur darauf hinweisen, dass diese Praktiken der legalen Steuervermeidung nicht nach Auskunft der Grünen, sondern nach Auskunft der EU-Kommission jährlich 1 Billion Euro Steuerausfälle verursachen. Wir müssten manche Diskussionen in unseren Ländern nicht führen, wenn man nur ein Zehntel davon kriegen würde. Wir haben eine zweite Herausforderung, glaube ich, in Europa. Die hat auch was mit Wirtschaft zu tun. Und das ist die Klima- und Energiepolitik. Wir waren lange ein Vorreiter. Kyoto-Protokoll gäbe es nicht ohne die Vorreiterrolle Deutschlands und Österreichs, viele andere in dieser Frage. Wir haben letztendlich als Europäer den Rest der Welt mitgezogen und nun sind wir dabei, alles zu blockieren, von Verbrauchsobergrenzen für Fahrzeuge über den Emissionshandel, und stattdessen hoffen wir auf Fracking, zumindest Günther Oettinger hofft auf Fracking. Ich glaube, wir brauchen da eine klare Alternative. Wenn man die Abhängigkeit Europas von Import fossiler Energien beenden will, dann muss man konsequent auf den Ausbau erneuerbarer Energien, auf Energieeffizienz und Energieeinsparung setzen. Das ist übrigens eine riesige Beschäftigungschance, gerade für die Länder, die zurzeit in besonderer Weise von der Krise, der europäischen Krise betroffen sind. Wir würden auf diese Weise übrigens 400 Milliarden US-Dollar sparen, die wir heute noch jedes Jahr in Europa für den Import von Erdöl, Erdgas noch gar nicht gerechnet, ausgeben. Also brauchen wir ein Klimaschutzziel in Europa, das festlegt, für 2030 hier tatsächlich etwas zu machen. Wir brauchen ein Ausbauziel für erneuerbare Energien. Wir brauchen ein verbindliches Energieeffizienzziel.
Und dafür brauchen wir eine leistungsfähige europäische Infrastruktur, einen funktionierenden Emissionshandel und einen wirklichen europäischen Energiemarkt. Erst dann sind wir in der Situation, auch mit diesen Wachstumsimpulsen aus der Krise rauszukommen. Und dann müssen wir uns mit der demokratischen Legitimierung politischer Entscheidungen beschäftigen. Es stimmt, es gibt eine Kluft zwischen den Bürgerinnen und den Bürgern und der Legitimität politischer Entscheidungen in Europa. Nur, wie ist eigentlich die konservative Mehrheit in Rat, Parlament und Kommission damit umgegangen? Haben sie für mehr Demokratie gesorgt? Nein. Sie haben ständig neue Institutionen geschaffen. Diese Institutionen unterscheiden sich von den europäischen Institutionen, dass sie in der Regel, ich will es mal böse zuspitzen, Wohlfahrtsausschüsse der Staats- und Regierungschefs sind. Sie sind verlängerte Arme der Exekutive. Das heißt, auf die Kluft zwischen Legitimität und Sinnhaftigkeit von Entscheidungen hat man dazu geneigt, diese Kluft zu vergrößern und nicht zu verkleinern. Deswegen streiten wir Grünen für den Erhalt der Gemeinschaftsmethode und erteilen all diesen Vorstellungen der letzten Zeit schrittweise die Zusammenarbeit von Regierungen zu verbessern. Das war immer die Antwort von Merkel auf eine Absage. Wir wollen weder ein Europa, was in ein Kerneuropa und die Peripherie gespalten ist. Wir wollen, dass die europäischen Institutionen gestärkt werden. Und da ist es ja leicht, unter Grünen zu sagen, wir sind für die Stärkung des Europäischen Parlaments. Wer wollte da widersprechen? Ich will an dieser Stelle deutlich sagen, ich bin auch für die Stärkung der Europäischen Kommission, weil die Alternative zur Stärkung der Europäischen Kommission ist die Zusammenarbeit der Regierungschefs. Und wie vollzieht sich die Zusammenarbeit der Regierungschefs? Die vollzieht sich im Europäischen Rat. Sie vollzieht sich unter der Bestimmung der Einstimmigkeit. Das war der Trick, mit dem man den Fortschritt des Lissabon-Vertrages ausgehebelt hat. Und jetzt stelle ich mal eine Frage. Ist Einstimmigkeit demokratisch? Nein. Von der Sache her ist Einstimmigkeit nicht demokratisch. Demokratie bedeutet die Herrschaft der Mehrheit über die Minderheit unter Wahrung von Verfahrensregeln. Also auch Minderheiten haben Rechte. Aber Einstimmigkeit bedeutet, jeder kann mit seinem Egoismus das gemeinschaftliche Interesse aller anderen blockieren. Das ist nicht demokratisch. Und deswegen ist die Einstimmigkeit das Problem, was wir haben. Also heißt das für uns, wir wollen, dass das Europäische Parlament in allen Fragen mitentscheidet und wir wollen, dass in allen Fragen von der Steuerpolitik bis zur Außenpolitik die Demokratie gilt und das heißt die Mehrheitsentscheidung. Gesetz und Politik in Europa darf nur werden, was von einer Mehrheit im Europäischen Parlament und einer Mehrheit im Rat, der die Mehrheit der Bevölkerung dieses Europa bildet, zugestimmt ist. Und warum ist das keine abstrakte Frage von irgendwelchen Utopien? Das kann man sich doch angucken bei der Blamage Europas, gerade in der Außenpolitik. Libyen war das erste Beispiel. Mal gucken Sie sich die Situation in Syrien an. Zwei Staaten sind in der Lage, eine kohärente europäische Außenpolitik zur Eindämmung dieses Konfliktes durch ihren aus inneren und innenpolitischen Motiven geprägte Außenpolitik zu boykottieren, weil dort die Einstimmigkeit gilt. Das ist der Grund, warum wir jetzt in dem Dilemma sitzen, wo ihr Blauhelme vom Golan abziehen müsst, die gar nicht abziehen wollen. Also jedenfalls die ich getroffen habe, würden gerne da bleiben. Also brauchen wir Veränderungen in den Institutionen. Wir wollen, dass dieses in einem öffentlichen, transparenten Prozess geschieht. Wir wollen, dass dies geschieht in einem Prozess über einen Konvent, an dem sich die Zivilgesellschaft, Gewerkschaften
Umweltverbände mitbeteiligen können, der angehängt ist am Europäischen Parlament. Ich will, weil ich jetzt doch schon zu lange geredet habe, einen Punkt noch sagen. Wir werden uns nicht nur aus Gründen der sozialen Gerechtigkeit, sondern insbesondere aus Gründen des Zusammenhalts Europas darum kümmern müssen, dass neben der notwendigen Konsolidierung in Europa wieder mehr investiert wird. Mehr investieren müssen wir, weil dieses Europa keine Zukunft haben wird, wenn in Spanien, in Italien, in Griechenland 50% der Menschen unter 25 in die Arbeitslosigkeit geschickt werden. Wir schicken die bestausgebildetste Generation aller Zeiten in die Arbeitslosigkeit. Auf dieser Basis fliegt uns Europa auseinander. Deswegen brauchen wir Mindeststandards, wir brauchen die gegenseitige Anrechnung von Renten und Arbeitslosigkeitsansprüchen. Wir brauchen aber vor allen Dingen mehr Investitionen in tatsächliche realwirtschaftliche Entwicklung. Das ist die Grundvoraussetzung. Sie sehen, dieses Europa wird, wenn es ein konservatives Europa bleibt, gegen die Wand gefahren. Und die Idee, dagegen zu setzen, die Vereinigten Staaten von Europa, das ist eine schöne Idee. Ich füge an, das ist eine Idee, die wird in der Realität so etwas sein wie eine asymptotische Idee. Sie nähert sich der Geraden immer weiter an. Weil dieses Europa ist schon lange kein Staatenbund mehr. Herr Cameron möchte es zu diesem Staatenbund zurückbauen. Aber es ist auch noch lange kein Bundesstaat. Es ist etwas dazwischen. Der Bayer sagt sui generis. Und es wird dieses auch bleiben. Aber ich glaube, es wird dieses dazwischen nur bleiben, wenn es sich immer weiter dieser Idee annähert, eines Bundesstaates, einen Vereinigten Staaten von Europa. Dafür brauchen wir politische Mehrheiten. Dafür ist die Voraussetzung, die konservative Mehrheit im Europäischen Parlament und im Rat zu brechen. Durch andere Mehrheiten in den Mitgliedstaaten, durch andere Mehrheiten im Europäischen Parlament. Das geht, das wissen wir, nur mit starken Grünen. Europa hat eine gemeinsame Zukunft. Mit mehr Nachhaltigkeit, mehr Gerechtigkeit, mit mehr Offenheit oder kurz gesagt mit mehr Grün. Dafür streiten wir auf diesem Kongress.